Und damit herzlich willkommen zurück zu MU Legend hier bei Explorer EP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Odor, letzte Folge angekommen und wuseln uns erstmal hier durch die ganzen Questgeber. Das nächste wäre der Lagerverwalter. Gehen wir mal zu dem guten Mann. Genau, quer über die Beete. Da stehen die drauf. Kann man die looten? Nee. Yesong! Well, I'm telling you, your assets are safe with me. Was? Mit dir sollen wir reden? Ich will nichts einlagern. Will ich was einlagern? Sollte ich was einlagern? Ich keine Ahnung. Ja, komm, die kann man einlagern. Die Erze kann man einlagern. Heldenabzeichen. Material. Oh, einsetzen 30 Minuten an XP und Seelen-XP. Okay, was bist du? Auf jeden Fall nichts, was wir einlagern können. Dafür sollten wir jetzt hier hin? Echt? Ernsthaft? So, jetzt habe ich eben gesehen vor der Aufnahme, wir müssen eigentlich nochmal runter, aber da können wir uns eigentlich hinporten. Rüstungshändler, dann gehen wir mal zu dem. Was haben wir hier? Handelsmarkt. Gibt's hier ein Auktionshaus? Surprise, surprise. So, Pavinka. Come in and take a look. Ja, dafür müssen wir aber. Viel sparen. So, hier haben wir jetzt nichts. Aufgabensaal. Kümmere dich um Fabrikskarten. Okay. Quest anspornen. Ramutu Duprian, mein Freund. Explorer, was führt euch hierher? Ihr habt Yennova verlassen, um euch zu verabschieden. Die Bewohner Dudrins und ich hatten ein Festmahl für euch vorbereitet, aber nach eurem Treffen mit Linda seid ihr wohl sofort abgereist. Ich mag Feste nicht und ich war verlegen. Ihr hättet mich wenigstens verabschieden sollen, tut mir leid. Musste es nicht. Wärt ihr nicht gewesen, wäre Dudrin dem Fängen der Dämonen ausgeliefert gewesen. Es freut mich, euch wiederzusehen. Was tut ihr hier? Questen. Ich versuche, meine Erinnerungen wieder zu erlangen. Könnt ihr mir helfen? Ihr habt sie also immer noch nicht zurück? Lasst mich nachdenken. Warum geht ihr nicht zu Kundus Mephis? Er ist der Herrscher des Königreichs Media, einem Mitglied der Herauskoalition. Ihr wisst sicher, dass Dülden angegriffen wurde. Herrscher aus der ganzen Welt sind nach Odor gekommen, um mögliche Gegenmaßnahmen zu besprechen. Kundun ist hier, um für Media zu sprechen. Er ist die Kapazität auf dem Gebiet der übernatürlichen Phänomene. Eure plötzliche Ankunft in Yennova muss einen übernatürlichen Hintergrund haben. Befragt ihn zu eurer Erinnerung. Sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Dann hilft er euch sicher sehr gerne. Good to see you again. Okay. You're looking for your lost memories, right? Maybe you should talk to Kundun. There's no wiser man on the entire Mu continent. Lagerverwalter. Kundun Mephis, the ruler of the Media Kingdom and one of the great sages. Can he help me regain my memory? I hope so. Ja. Gut, dann latschen wir erstmal in die Haupthalle hier oder Hauptplatz. Immer noch zwei Queste, drei Queste. Was zum Abgeben, noch was zum Abgeben. Mit Schmierhändler. Dann bin ich ein. Echt gespannt aufs nächste Questgebiet. So, Nummer uno. Always take good care of yourself. Ja, könnten wir was verkaufen? Wir haben noch die Lobob-Tränke, ne? Back and back. Kleiner, normaler, heiliger, heiliger. Dann haben wir jetzt die kleinen. Die
die kleinen behalten wir noch erstmal. Was ist hier das? Tagesauftragshändler. Aha. Ein PvP-Händler. Was ist denn ein Tagesauftragshändler? Mysteriöse Handschuhe. Kann nicht gehandelt werden? Aber wo kriegen wir die Münzen her? Mysteriöse Hemdruhe. Hm. Händler vom endlosen Turm. Würfel von Deslan. Flügelwachstumsstein. Ein kleines Juwel, das Flügel wachsen lässt, kann beim Händler in einem endlosen Turm in Olo gegen Machtsiegel eingetauscht werden. Okay. Ruckel, ruckel, hier ist was los. Steht die ganze Bagage AFK rum. Ein Händler vom Land. Woher habt ihr das? Etwas wie das findet man in Odor nicht. Die Qualität ist großartig. Zerlege einen Gegenstand. Willkommen, ihr tragt eine Menge mit euch herum. Wenn ihr Gegenstände habt, die ihr nicht mehr wollt, dann könnt ihr sie in Materialien zerlegen, statt sie mit euch herumzuschleppen. Mit den Materialien könnt ihr dann Gegenstände herstellen, die ihr haben wollt. Wenn ihr Gegenstände zerlegen wollt, lasst es mich einfach wissen. Ja, ich habe aber jetzt nichts zum Zerlegen, mein Freund. Leider nicht. Jetzt haben wir da oben noch eine Quest. Machen wir erstmal das hier. Neureicher Odors Diener. Seid ihr ein Reisender? Euer Blick verrät mir, dass ihr euch mit seinem Meister gut verstehen würdet. Kommt da rein, wenn ihr neugierig seid. Mein Meister betraut nicht jeden mit einer Aufgabe, aber ich könnte... Aber in euch könnt ihr etwas sehen. Zwei schwierige Sätze. Ja, Spezialfähigkeit will ich ja machen, aber... Guten Tag. Neureicher. Greet. Willkommen, seid ihr der neue Laufbursche? Eure Augen sind ungewöhnlich. Ihr seht aus, als wärt ihr ein guter Bote. Was soll das heißen? Wir müssen nicht um den heißen Brei herumreden. Ich habe es eilig, wisst ihr. Könnt ihr die Obstkisten zu den Vorständen der Distrikte von Odor bringen? Ihr dürft sie allerdings nicht öffnen. Auf keinen Fall, verstanden? Ich werde euch reichlich belohnen. Okay. Ich hoffe, das gibt keinen Ärger. Weil wir haben ja gelobt, Odron kein Unheil zuzufügen. Wir wollen ja lieb sein hier. Strogger. Ich hatte merkwürdige Träume und selbst die Energie, die Odor umgibt, fühlt sich anders an. Ich bin sicher, dass hier verdächtige Personen ein- und ausgehen. Ritter, ihr befindet euch doch auf einem Abenteuer. Weckt da nicht auch Odor euer Interesse? Könntet ihr euch in der Stadt umsehen und herausfinden, was hier vor sich geht? Wenn ihr in jedem Winkel der Stadt nachschaut, werdet ihr sicher den Grund dieser mysteriösen Energie finden. Wie ihr seht, bin ich zu beschäftigt. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ojemine, ojemine, ojemine. So, das haben wir, das haben wir. Da soll mal was zerlegen. Dann latschen wir mal wieder runter. Ich glaube, wir werden nur ein, zwei Folgen hier im Städtchen verbringen, aber gut. So. Hey, ihr habt doch diese Obstkiste nicht geöffnet, oder? Nein, natürlich nicht. So, hier zerlegen. Sprich mit dem Fertigkeitsausbilder, ja. Da haben wir noch eine Quest, Juwelen ausrüsten. Okay. Der sich ein Wolf läuft. So. Juwelen ausrüsten. 1. Willkommen. Habt ihr eure Ausrüstung je mit Juwelen ausgerüstet? Juwelen verleihen eurer Ausrüstung besondere Fähigkeiten und machen sie stärker.
Um Juwelen ausrüsten zu können, benötigen eure Ausrüstungsgegenstände Slots. Lasst mich wissen, wenn ihr einen Slot hinzufügen wollt. Ich werde euch dabei helfen. Öffnet, wenn ihr fertig seid, euer Inventar, macht einen Rechtsklick auf ein Juwel und wählt dann den Ausrüstungsgegenstand mit Slot aus, um es auszurüsten. Haben wir sowas in der Tasche? Juwel. Was? Ich glaube, das Ding können wir mal. So, ich hoffe, dass. Wir haben noch nichts mit. Ja, gut, ich glaube, die Quest. Ich gebe euch die Materialien, die ihr zum Hinzufügen eines Slots benötigt, und einige Juwelen. Ich gebe sie euch kostenlos, aber bildet euch nichts drauf ein. Ich will nur, dass ihr sie ausprobiert und wieder zu mir kommt, wenn sie euch gefallen. So. Juwelenstaub. Heldenabzeichen. Ja, kann man nur jetzt irgendwo draufpacken, ne? Aber warte, er hat noch eine Quest. Entschuldigung. Nun, sollen wir jetzt einen Slot hinzufügen und ein Juwel ausrüsten? Sprecht mich erneut an, falls ihr mit euch so. Ja, okay. Anschließend könnt ihr die Ausrüstung registrieren, der ihr einen Slot hinzufügen möchtet. Dies wird euch aber etwas kosten. Ich muss schließlich auch über die Runden kommen. Denkt dran, dass die Anzahl der benötigten Materialien und die Kosten vom Level und Grad eurer registrierten Ausrüstung abhängen. Besitzt ihr nicht die erforderlichen Mittel, so könnt ihr auch keinen Slot hinzufügen. Sobald ein Slot existiert, könnt ihr auch ein Juwel ausrüsten. Das ist ganz einfach. Macht einen Rechtsklick. Ja, das müssen wir. Die Kraft des Juwels. Okay. Versucht es einmal. Durch diesen einfachen Vorgang können wir eure Ausrüstung verbessern. Ja, bitte. So. Ausrüstung. Feel free to look around. So, wir können uns jetzt ein Rüstung. Ist eigentlich Pillepalle, weil wir tauschen ja jetzt unser Equip sowieso fast stündlich. Nehmen wir mal die Wumme. So, das. So, jetzt haben wir da einen Slot zugefügt. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch einen Diamanten da. Okay. Ist er jetzt zufrieden? Ein Explorer. Ihr habt den Slot hinzugefügt und das Juwel ausgerüstet, wie ich es euch lehrte. Ihr wisst nun, wie es funktioniert, oder? Kommt jederzeit wieder vorbei. Okay. Prima. So, das haben wir, das haben wir. Hier haben wir jetzt nichts mehr zu tun, ne? Mysteriöse Energie in Odor. Jetzt müssen wir dahin latschen. Dann schauen wir mal. Ich weiß, wir könnten auch reiten, aber. So. Verdächtiger Garuda, macht die Fliege lungert hier nicht rum. Dieser Ort stinkt immer so schrecklich. Mysteriöse Fraktion. Das war's? Gut, jetzt müssten wir dort hinunter. Inventarmäßig, was hat er uns gegeben? Normaler Rubin. Plus HP 1000. Gut. So. Vorstand des Zentrumdistrikts. Diese unflätige Neureiche handelt mit Bestechung. Es ist wirklich ahnungslos. Hey, hat euch dieser Neureicher befohlen, das zu tun? Es ist sowas. Er ist so von sich und seinem Geld eingenommen, dabei ist alles andere als nobel. Seht nur, die Kiste ist voller Geld. Er will uns Distriktvorstände von Oder sicher bestechen, damit wir Dumpai nie hintergehen, aber das sollte er ganz schnell wieder vergessen.
Niemand in Odor kann eine Verschwörung gegen Dumpein planen. Auch dieser ordinäre Mann kann sich nicht dagegen auflehnen. Bringt die Obstkiste zu Dumpein. Er wird sie als Beweis des Verrats verwenden können. Okay. Was haben wir hier? Mysteriöse Fraktion Teil 2. Aufgabensaal. Jo. Fremder Schlechter, was bringt euch hierher? Ich bin gekommen, euch um diese Kiste zu geben. Was ist das? Der Neureich hat es sich also endlich getraut. Ich mochte ihn von Anfang an nicht. Ich sage immer, jene niederer Herkunft kann man nicht trauen. Habt ihr euch mein Denkmal angesehen? Ich zeige euch, was mit denen passiert, die gegen meine Grundsätze verstoßen. Folgt mir und seid mein Zeuge. Ich werde eure Dienste an mich nicht vergessen. Ja, jetzt latschen wir erstmal nicht zurück. So. Hier vorne haben wir jetzt noch. Ein Häuseli. Die epischen da. Okay. Kundun. Was will er denn? Seid ihr Kundun? Wartet. Diese Energie. Gebt acht, es ist ein Hinterhalt. Diese Energie. Watch out! It's an ambush! Mein Freund. Oh, ihr seid beeindruckend. Jemand, den ich nicht kenne, hat mich von einer Gruppe Garuda-Attentäter gerettet. Ihr habt Galascha in den Enova erschlagen, nicht wahr? Götter, was sind das nur für Vögel? Garudas, sie sind ein Mitglied der Line-Allianz. Eigentlich sind sie ein Feind der Herauskoalition, aber gegen die pandemonische Invasion haben wir immer eine gemeinsame Front gebildet. Da sie nun versucht haben, mich, den Herrscher von Media, zu töten, vermute ich, dass sie sich mit dem Pandemonium angeschlossen haben. Ich weiß nur nicht, ob sie eigenständig gehandelt oder ob ihre ganze Allianz hinter ihnen steht. Es tut mir leid, das ist für euch ohne Belang. Was führt euch zu mir? Duprian sagt, ihr könnt mir vielleicht dabei helfen, meine verlorene Erinnerung zu finden. Tut mir leid, aber ich weiß nichts über euch. Ich schlage vor, ihr geht zu Zakarian. Er ist Großvisier und hatte Norian 10 Jahre lang als Reichsverweser regiert. Wie ich höre, besucht der Tempano auf dem Kontinent Dulden. Erwähnt meinen Namen und sagt, dass ich euch schicke, dann wird er euch gerne helfen. Eins noch, könnt ihr euch das ansehen? Ich habe es von Glasha. Das ist ein dunkler Kristall, er erzeugt dunkle Energie. Kaum zu glauben, dass ihr den von Glasha habt. Vielleicht können wir damit herausfinden, wie die dunkle Energie zerstört werden kann. Würdet ihr mir den überlassen? My name is Kundun, and I am the ruler of the Media Kingdom. The Garudas sent assassins to kill me. Yep. They must be in league with Pandemon. Maritude, mein Freund. So. Das wird nicht weniger. Hier in der City. So. Gehen wir hier hin, dann porten wir uns darunter. Geht das? Oder können wir uns. Dann machen wir die Sachen hier unten eben. Lichtersaal. Wo müssen wir hin? Wo ist denn der Gildenhafen? Da unten, da will ich aber nicht hin. Aufgabensaal? Nein. Nein. Da will ich hin. Flups. Gut, dann gehen wir irgendwie runter. Ist er jetzt zufrieden hier? Danke, so schnell wie ihr arbeitet, könnt ihr womöglich eines Tages in meine Fußstapfen treten und Händler werden. So, und hier unten müsste einer sein. So, verdächtiger dunkler Jünger. Bald wird Dunkelheit über diese Welt hineinfallen. Okay.
Wieso sollen wir jetzt wieder mit dem Luftschiff gedöns reden? Sprich mit dem Stadtrat, sprich mit... Ah, Dülden. Wir sollen nach Dülden. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir hier einen Cut. Wir sind bei 20 Minuten. Ich denke mal, die nächste Folge werden wir auch noch hier verbringen zum Teil. Und dann müssen wir aber durch sein. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.